Hey Boys, willkommen zurück auf meiner Pilzfarm, wie ihr ganz eindeutig sehen könnt. Und heute geht es einfach ein bisschen weiter mit The Force Unleashed. Aha, danke Juno. Ich weiß Bescheid. Hehe, okay. Das war doch einfach. Das ist ja interessant. Easy. Okay, noch ein feluzianischer Krieger. Weniger. Ja, nachdem wir diese traurige Nachricht neulich hatten, dass Spedusa leider tödlich verunglückt war, habe ich jetzt eine neue Nachricht. Und zwar gibt es einen neuen Mitbewohner. Eine neue Mitbewohnerin. Und zwar ist das Spinderella. Spinderella ist ein bisschen kleiner, also etwas viel kleiner als Spedusa. Sie hat rote Punkte auf dem Körper, was auch immer das bedeutet. Okay, was war das jetzt für ein komisches Zähneziehen? Komisch. Da ist der Schamane. Easy. Jetzt, also das ist ja. Ich kenn mich halt nicht so wirklich gut aus mit irgendwie Spinnensorten. Deswegen weiß ich nicht, wo welche Art von Spinderella ist. Ich wusste nur die von Spedusa, weil ich die mal nachgeguckt hatte. Tja, jetzt ist halt dann die Frage, was ist Spinderella für eine Spinnenart?
Spinderella. Ist auf jeden Fall zierlicher. Natürlich, weil es ja kleiner ist. Und was kann man noch dazu sagen? Ist halt mehr so eine Spinne, wie man sie irgendwie im Baum irgendwo findet, keine Ahnung. Und Spedusa war halt so eine riesen Hausspinne. Im Prinzip. Ja, ich sitze hier so gemütlich an meinem PC, ne? Mittags ist es gerade. Draußen regnet es irgendwie schon den ganzen Tag. Ich habe auch eine Warnung von der App Nina bekommen, in der es heißt, dass heute den ganzen Tag Dauerregen sein soll. Also so 40 Liter pro Quadratmeter sollen teilweise fallen. Das kann ich bestätigen, es regnet definitiv die ganze Zeit. Heute Nacht ging auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei uns ist das so auf dem Dorf, da ertönt dann die Sirene aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn irgendwie, wenn die Feuerwehr gerufen wird. Und das war halt so um 3 Uhr nachts. Aber ich habe noch keine Ahnung, was passiert ist. Feuerwehren sind mit Blaulicht Richtung Nachbardorf gefahren. Ist also, hoffentlich ist keinem was passiert. Keiner ist zu Schaden gekommen. Ja, die Stimme war irgendwie jetzt leiser als das Spielgeräusch an sich. Ja, darf ich vielleicht auch was tun? Nicht nur die ganze Zeit kaputt gemacht werden. Oh, sag bloß, die Blitze tun dem nichts. Sehe vielleicht irgendwo so ein Holocron für mich übrig. Oh ja. Wusste ich doch. Oha, Alter. Okay, das ist ja mal richtig hardcore. Mach mich einfach fertig, das Vieh. Okay, was ich noch tue, nix. X. B.
Y, hallo. Mann, wie soll ich das denn machen? X, B, Y. Jo. Ach, das war ein Rancor. Ich wusste gar nicht, dass Rancoren auf dem Planeten Felucia anzutreffen sind. Das ist jetzt mal eine interessante. Interessante Dings. Also, ein Rancor von Felucia. Oder gehört der vielleicht gar nicht hierher? Das und mehr werden wir vielleicht nicht erfahren. In der nächsten Folge von Star Wars The Force Unleashed. Aber erstmal muss ich das Level beenden. Komm ich klar? Charmänchen. Ah, da ist der Bruder wieder zurückgekommen. So, und endlich habe ich für dich auch noch was gekauft. Und zwar Nein. Lauterschäbe. Alter, wie nice. Eine Wie nice, ich Laugenbrezel. habe einen Laugenbrezel bekommen. Laugenbrezel. Laugenbrezel. Vegan. Vegane Laugenbrezel. Ja, da freue ich mich. Das ist ja sehr nett. Junger Mann. Alter, diese felucianischen Krieger hier, ne? Die gehen ja mal übel auf den Pupemann. Hey, wie soll ich das Ding zerstören? Okay, nicht nötig. Auf geht's. Hauptsache, jedes Mal, wenn ich eins von den Dingern zerstören will, dann knupp ich selber auf dem Boden auf. So, mir egal, ich laufe jetzt einfach weiter. So, und weiter geht's. Okay, so viel dazu. Die sind durch, die Boys. Wo ist mein Speicherpunkt? Alles klar, Leute. Das war's. Ende der Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.